Commandora GmbH und habe eigentlich angefangen 2002 selber als Community-Mitglied. Da kam so der erste Spiele-Handheld raus im Prinzip, der GT32, mit dem man dann selbst geschriebene Programme laufen lassen konnte. Und da mich das eigentlich schon immer interessiert hat, ich war auch schon immer so mehr Richtung Linux und offene Software, fand ich das natürlich sehr interessant. Und 2005 kam dann der Nachfolger raus, den ich dann auch im eigenen Shop angeboten habe und verkauft habe. Habe hier quasi so eine kleine deutsche Open-Source-Spiele-Handheld-Szene geschaffen und bin dann eben auf die Pandora mit reingerutscht, wenn man es so sagen könnte, aber dazu erzähle ich so ein bisschen zur Geschichte nachher noch. Also wie gesagt, den GT32, die Geschichte machen wir nur ganz kurz, weil es ja eigentlich um die Pandora geht. Aber mit dem fing es eigentlich an. Eigentlich war es die südkoreanische Konkurrenz zum GBA, was ganz lustig klingt. Aber die haben eben als Besonderheit SMCs, also diese alten Smart Media Cards, wer sich noch erinnern kann, von den ersten Fotoapparaten, als Spielmodule genommen, weil das in der Herstellung billiger war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das von der Community relativ schnell geöffnet war, weil so ein System war natürlich nicht sonderlich gut geschützt von der kleinen Firma. Und dank den normalen Speicherkarten ging es ganz einfach. Der Hersteller ist dann auch darauf eingestiegen und hat dann später ein SDK und homebrew-fähige Firmware veröffentlicht, weil er gemerkt hat, hey, das Ding verkauft sich deutlich besser, wenn die Leute selber was für machen können. Das war also so die Anfänge. Danach kam eben der erste Schritt wirklich zu Linux, weil das System, der GP32 hatte noch ein eigenes System. Das war eben der GP2X. Das war der Nachfirma von der Firma Gamepark Holdings, der ein relativ simples Linux drauf hatte, also er hat eben ganz normal Console-Based Linux quasi gehabt mit SDL und eigener Softwareoberfläche. X-Server wurde zwar später zum Laufen gebracht, und man kann sich vorstellen, bei einer Auflösung von 320x240 ohne Touchscreen, da macht ein X-Server nicht wirklich viel Sinn oder Spaß. Aber zumindest war das jetzt schon mal ein Schritt, weil natürlich die Programmierung mit SDL und C++ relativ simpel war. Und dank dem, dass er über einen USB-Anschluss SSH zum Testen zur Verfügung hatte, konnte man wirklich die Software direkt auf das Ding kompilieren, testen. Und das war natürlich eine schöne Geschichte. Natürlich auch wieder Standardspeicher, damals sind wir aber schon zu den SD-Karten übergegangen und die sind eigentlich auch heute in den ganzen Handhelfen noch Standard. Dann gab es den Nachfolger von diesem Gerät, das ist der WIS. Der ist auch von der Firma Gamepark Holdings. Das ist eben, sind eben die Geräte, die ich damals verkauft habe und auch heute noch aktiv verkaufe. Hatte nur das Problem, dass die Hardware nicht wesentlich schneller war und dass solche Sachen wie dieses USB-Gadget, der Treiber nicht ging und viel von der Community zum Laufen gebracht wurde. Also da war eigentlich schon fast ein Rückschritt vom GP2X, zumindest was die offene Entwicklung anbelangt. Jetzt ist der Kanu draußen, gerade frisch, das ist auch der Nachfolger, da hat sich aber zum GP2X auch nicht viel getan. Gut, wo es ja heute eigentlich geht, Marke Eigenbau quasi, das ist die Pandora, die eine recht interessante Geschichte hat, die ist nämlich entstanden von Leuten aus der Community, wenn man so sagen kann. Ganz kurz die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Der türkische, der englische Distributor und ich, als deutscher Distributor von diesem GP2X, sind mal nach Korea eingeladen worden, um dieser Firma Gamepark Holdings eben zu sagen, was kann verbessert werden, woran hapert es, warum kann man nicht mehr verkaufen. Und da haben wir eben gesagt, gut, Tastaturen haben einige selber gebaut, es wäre schön, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, eine Tastatur zu haben, sei es über Bluetooth, dass ich einfach eine externe verwenden kann. Touchscreen wäre natürlich schön und was beim Spielerhandheld auch ein Problem war, beim GP2X ist, er hat keine gute Spielsteuerung gehabt und das ist da natürlich etwas tödlich. Wir haben dann, der Hersteller hat dann gesagt, es ist zu teuer und zu aufwendig, das macht er nicht und dann hatten wir tatsächlich in so einer Nachtaktion die Idee, warum machen wir so ein Ding nicht selber? Und so ist im Endeffekt die Pandora entstanden, finanziert durch die Community, also wir haben am Anfang gesagt, das ist jetzt schon 2,5 Jahre her, wir wollen dieses Ding bauen. Wir würden das Geld Vorkasse von euch einkassieren dafür, dass ihr wirklich die Vorbestellungen tätigt und davon werden die Bauteile gezahlt und die Produktion. Die Leute sind wirklich darauf eingestiegen und es ist auch, glaube ich, 90% der Leute sind jetzt nach 2,5 Jahren immer noch dabei, obwohl wir permanent Verzögerungen hatten, weil es für uns ein komplettes Neuland war. Und man stellt sich das am Anfang so vor, naja, man entwickelt die Hardware, dann macht man so ein paar Prototypen und dann sagt man, Bordproduktionswerk, mach mal, Gehäuse ähnlich. So einfach ist es eigentlich auch schon fast, nur dass sich das alles ewig hinzieht und ewig zu Produktionsproblemen führen kann. Aber da kann ich auch gerne drauf eingehen. Steht ja auch schon hier viele, viele Probleme und Verzögerungen. Zum einen, also jetzt momentan kämpfen wir noch ein bisschen mit dem Bordproduktionswerk, das uns die ganze Zeit verspricht, ja, wir haben jetzt wieder 1000 Boards produziert und wenn wir dann aktiv sagen, dann schickt uns mal welche, dann wären es 200 oder sowas. Also da müssen wir wirklich gucken, was wir machen. Wir sind aber auch schon dabei mit anderen Produktionswerken,
habe ich schon Termine ausgemacht und hole gerade Angebote ein, weil das bringt uns natürlich herzlich wenig. Aber gut, wir sind natürlich klein verglichen mit irgendeinem Hersteller, der mal schnell ein paar Millionen so Geräte raushaut, und dadurch tut man sich bei Produktionswerken relativ schwierig. Die haben dann ihre großen Kunden, die kriegen die Priorität und man selber wird vertröstet. Das Ganze macht es schwer, aber wir bemühen uns und kämpfen auch noch weiter. Die Besonderheit bei der Pandora verglichen mit den anderen Handhelds ist, es ist eigentlich erstmalig ein vollständiges Linux auf dem kleinen Ding drauf. Also ich habe hier nicht nur so einen kleinen Framebuffer basiert mit SDL, sondern ich habe hier wirklich komplett meine X-Oberfläche, ich habe XFCE drauflaufen. Ich kann sogar direkt auf dem Ding kompilieren, wenn ich möchte, was auch schon einige machen. Man spart sich das Cross-Compilen. Und gut, basiert ist das Ganze auf Angstrom. Linux ist ja optimiert für kleine, für mobile Handheldgeräte in Linux. Und ja, aber ich habe wirklich ein komplettes Linux drauf. Also ich habe auch mein Klaus-Mail drauflaufen, ich habe mein Chromium laufen, ich habe meinen Firefox laufen, und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Bei einer Auflösung von 800x480 mit Touchscreen macht das eigentlich auch schon richtig Spaß. Also eigentlich war es geplant, dass das Ding wirklich ein Spielehandheld wird und leistungsstark genug ist, um so einige Systeme zu emulieren. Aber es hat sich schon während der Entwicklung herausgestellt, hey, ich habe eine Tastatur, ich habe ein Touchscreen und ich habe so ein leistungsfähiges System, es ist eigentlich wirklich ein Linux-Mini-Notebook geworden. Und diejenigen, die schon eins haben, also 900 sind schon ausgeliefert, das sind unwahrscheinlich viele dabei, die jetzt ihr Netbook gar nicht mehr anlangen. Die sind unterwegs, haben die Pandora in der Tasche, ziehen sie raus und gehen damit mal schnell ins Internet. Internet möglich, also es ist Wi-Fi drinnen, Spezifikationen schauen wir später noch genau an. Oder eben, ich mache es, ich habe mein Handy in der Tasche, wähle mich mit Bluetooth, mit 3G ein und gehe mit Bluetooth und Handy ins Internet. Habe ich die Pandora in der Hand, Handy in der Tasche und kann Internet surfen, was natürlich eine schöne Geschichte ist. Ein paar, nein, ist noch nicht vorbei. Wo ist der Rest geblieben? So. Und? Das ist das letzte Bild. Ja, hallo Evans, fang doch von vorne an. Achso, Control Page Up, okay, dann weiß ich, was ich gedrückt habe. Das ist immer eine schöne Intelligenz. Full Screen Presentation. Ja, genau, das ist immer richtig. So. Dann die technischen Daten von der Pandora, kurz schon mal erwähnt. Da ist eben ein ARM Cortex A8 drinnen mit 600 MHz. Das ist eben noch der OMAP 3. Vor 2 Jahren, als wir angefangen haben, war das Ding noch natürlich ein Top-Prozessor. Heute kommt jetzt natürlich das Panda-Board schon so langsam raus, von dem vielleicht einige gehört haben, das schon den OMAP 4 drinnen hat. Aber im mobilen Bereich ist eigentlich in der Größe das immer noch der Top-Prozessor, den ich so kriege. Und es ist eigentlich vollkommen ausreichend für alles, was man machen will. Also ich habe jetzt noch keinerlei Probleme gehabt. Selbst komplexe Spiele laufen drauf und auch XFCE und Firefox läuft eigentlich relativ flüssig und zügig drauf. Also der Prozessor ist meiner Meinung nach noch lange nicht überholt. Zusätzlich ist noch ein DSP-Kern mit drauf, eine OpenGL-Hardware drauf, also auch mit 3D hat man eine schöne Hardwarebeschleunigung dazu. Wie schon erwähnt, 800x480 Touchscreen-LCD. Wi-Fi und eben auch ein USB 2.0 Hochgeschwindigkeitshost. Das heißt, ich kann auch gleich USB-Geräte mit anschließen. Im Internet hat man da schon die lustigsten Videos gefunden. Also ich habe einen gesehen, der hat sich einen DVB-T-Stick gekauft, hat dann den Treiber für kompiliert und schaut mit dem Ding dann auch noch schnell Fernsehen unterwegs. Andere, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass jemand seine Mini-Hardware angeschlossen hat über USB und über einen Atari ST-Emulator das ganze alte Cubase noch seine Synthis mit angesteuert hat. Also gut, wer sich mit Linux und Open Source ein bisschen auskennt und weiß, ich habe USB-Geräte zur Verfügung, es gibt eigentlich keine Begrenzung, was man damit machen kann. Also die Ideen, ein anderer weiß ich, der hat eine spezielle Version vom C64-Emulator gemacht, der seinen Hardware-Sit ansteuert. Also auch das für die Fans von Retro C64, alles dabei. Dann haben wir 2 SDHC-Karten, so jetzt hier vorne. Und ein TV-Ausgang, den wir ja gerade schon sehen, der eigentlich auch bunt ist. 2 SDHC-Kartenslots hat einen Grund. Nicht, damit man unwahrscheinlich viel Speicher reinstecken kann, weil mit den jetzigen 32 GB Karten könnte ich da mal schnell 64 GB reinstecken. Sondern das Gerät ist ja von vornherein auch für Bastler, für Open-Source-Entwickler und auch für so Leute gedacht, die gerne mit so Systemen rumspielen. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt den internen Speicher des Betriebssystems unangetastet lassen will. Man kann sich da auch selber was drauf installieren, wenn man will. Aber wenn man das originale System unangetastet lassen will, aber zum Beispiel sich ein anderes System mal anschauen will, also ich
weiß, es gibt schon Debian für die Pandora, es gibt Gentoo für die Pandora, dann habe ich die Möglichkeit, von SD-Kartenslot 1 zu booten und habe dann immer noch einen SD-Kartenslot frei, wenn ich dann mal schnell irgendwelche Bilder oder Filme oder sowas reinstecken will. Das heißt, ich habe da wirklich die Möglichkeit von einer 32-GB-Karte, wenn ich möchte, ein komplettes Debian da drauf laufen zu lassen auf dem ARM-Prozessor. Und da geht dann natürlich auch das übliche apt-get, der Package-Manager, um seine ganzen Sachen zu installieren, weil dann habe ich wirklich so ein kleines Mini-Debian für die Hosentasche. Dann eben gesagt, sind zwei analoge Controller und ein digitales D-Pad und Buttons für Spiele gedacht. War eigentlich wirklich nur für Spiele gedacht, wobei ich sagen muss, seitdem ich mit dem Ding auch Webbrowsing und sowas betreibe, liebe ich es. Weil das D-Pad ist einfach ein Ersatz für die Cursor-Tasten, das heißt, ich kann da wunderbar hoch, runter und links, rechts scrollen. Ist eigentlich viel bequemer, als wenn ich das irgendwie so wie am Handy mit dem Finger immer hoch und runter scrollen muss. Oder wenn ich da so Mini-Tasten habe. Also ich habe es wirklich lieben gelernt. Genau wie die Buttons, die dann eben dementsprechend belegt sind mit Page Up und Page Down, sodass ich wirklich dann auch, sei es mit AbiWord durch Dokumente oder eben im Browser oder durch die Shell einfach mit Page Up und Page Down hoch und runter scrollen kann oder blättern kann. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Akkulaufzeit circa 10 Stunden. Die Angabe ist eigentlich relativ realistisch. Ich habe festgestellt, ohne Wi-Fi komme ich auf 14 Stunden teilweise. Mit Wi-Fi komme ich auf ungefähr 8 bis 9 Stunden, wenn ich es dauerhaft laufen habe. Also so ein kleines Ding, natürlich eine Leistung. Deswegen, das geht ja auch nur mit einem ARM-Prozessor, weil wenn ich da natürlich ein Intel drin hätte, da bräuchte ich wahrscheinlich noch einen Lüfter dazu und dann wäre der Akku in 10 Minuten alle. Man kennt ja, es gibt ja so kleine UMPCs, aber ich glaube, da hält der Akku 2 Stunden und das war's. Also, Speicher 256 MB RAM, klingt natürlich relativ wenig für heutige Zeiten, aber ehrlich gesagt, was will ich auf so einem mobilen System so viel gleichzeitig laufen lassen, dass der Speicher voll wird. Also auch Firefox etc. laufen und dann eben 512 MB NAND-Speicher, das ist der interne Speicher, auf dem eben das Betriebssystem drauf ist. Für das normale System reicht's. Und wenn ich wirklich sage, ich will ein komplettes, großes, dickes Linux drauf haben, dann mache ich es mir eben auf eine SD-Karte. Also da habe ich auch genug Möglichkeiten. Schauen wir mal ein bisschen an die Information. Also so hat es mal angefangen. Es waren tatsächlich, ich weiß nicht, selbst die Leute, die Pandora mitverfolgt haben, kennen wahrscheinlich so jetzt einige Bilder hier nicht. So war die ursprüngliche Idee. Da hat wirklich noch Tastatur im Prinzip gefehlt. Also das war abziehbar. Mit relativ vielen Buttons, den Lautsprechern da unten. Geht so mehr Richtung klassische Spielekonsole. Die Besonderheit hier war, wir hatten es so geplant, dass unten eine Tastatur zum Anstecken ist. Wäre auch eine interessante Lösung geworden, Tastatur ab, ich habe ein Handheld, Tastatur dran und ich habe so ein Ding mit Tastatur dazu. Wäre allerdings relativ kompliziert zu bauen gewesen in der kleinen Größe. Die ist so schon kompliziert genug, muss ich ehrlich sagen. Und wem das ein bisschen bekannt vorkommt, das Konzept gibt es schon oder gibt es jetzt auch, das ist das Touchbook bzw. Smartbook von Always Innovating. Ein Produkt, das ähnlich zu leiden hat wie wir durch ewige Verzögerung, da bin ich Vorbesteller von dem und war auch schon seit mehreren Monaten drauf oder ja, ist jetzt auch schon bald ein Jahr, weil ich einfach das Produkt auch toll finde. Aber die haben tatsächlich auch diese Idee gehabt, dass es absteckbar ist und das Ganze als Tablet. Finde ich auch nett. Wir haben es nicht gemacht, weil es zu kompliziert war. Also hier sieht man nochmal, hier hätte man es einfach abstecken können. Aber okay. Das war dann eine spätere Version. Die hat in der Mitte den Hinge gehabt. Also es kommt schon ein bisschen mehr hin, auch von den Tasten, aber schaut natürlich noch relativ hässlich aus, verglichen mit dem, was rausgekommen ist. Das war eine alternative Version. Auch so mit Risszeichnung, mit Tastatur. Mit dem Unterschied, den Bildschirm hätte man nach hinten umklappen können, sodass man die Tastatur auf dem Rücken hat. Wäre es eine Möglichkeit gewesen, haben wir uns dann so vorgestellt, wenn man das Ding in der Hand hat. Zum einen wird es natürlich extrem dick, wenn hinten die Tastatur ist. Und zum anderen ist es bestimmt auch unbequem, wenn man hinten mal so ein bisschen auf die Tasten drückt beim Spielen. Deswegen haben wir da gesagt, okay, wir machen wirklich so Standard-Laptop-Design. Das wäre jetzt natürlich mit einer helleren Auflösung schöner. Das war so die erste Risszeichnung von dem Ding, so wie es hier ist. Man kann vielleicht hier unten so ein bisschen die Tastatur erahnen. Man kann oben den Bildschirm erahnen und man kann hier so die analogen Kontrollen erahnen. Also das war wirklich die erste Vorlage, die unsere Hardware-Entwicklung von dem Ding gemacht hat. Wirklich auf dem Schmierzettel entstanden, so wie das so ganz klassisch ist und danach eben weiterentwickelt. Da kamen dann eben die etwas späteren Renderings, die dann schon so ein bisschen mehr in die Richtung gingen. Ja, und dann ging es im Prinzip schon, nachdem wir so die ersten Ideen hatten, an die Produktion. Und da muss ich sagen, also ich habe auch schon oft gefragt, wie schaut es denn aus mit Open-Hardware-Projekten, weil es geht ja heute auch um Open-Hardware und Open-Software.
Und Open Hardware, muss ich sagen, wenn man wirklich Open Hardware machen möchte, dann braucht man da eine dicke Firma dahinter. Als Einzelperson hat man eigentlich kaum eine Möglichkeit. Der Vorteil bei Open Source Software ist natürlich, jeder, der einen PC hat, kann daheim kompilieren, kann damit arbeiten, kann das Ding einfach testen, ob irgendwelche Fehler da sind. Das Ganze geht bei sowas nicht. Wenn ich mir so ein Board anschaue, das wirklich ziemlich komplex ist, das kann ich nicht selber löten. Ich kann allein den Prozessor nicht selber drauf löten. Das heißt, es muss wirklich erst hardware-technisch designt werden. Da muss das Ganze in den Produktionswerk die Platine machen und dann bestücken. Und ich kenne jetzt die Preise so in etwa von dem Ganzen. Also ein so ein Board, wenn es wirklich ein Prototyp ist, kostet ungefähr $10.000, um es herstellen zu lassen. Das heißt, jeder, der meint, ja, Open Hardware ist wirklich cool, ich mache die Schaltpläne mit anderen Leuten gemeinsam und jeder kann es produzieren, der es will. Bei der heutigen Technik, die so klein ist, kann es leider nicht mehr jeder produzieren. Deswegen wird Open Hardware sich wahrscheinlich auch nie so rasant durchsetzen wie Open Software. Die offenen Hardware-Projekte, die man so kennt, das ist ja zum Beispiel der Odroid, bei dem man sich auch die Schaltpläne kaufen kann, oder eben jetzt auch das Pandaboard und das Beagleboard, da stecken wirklich Firmen und Sponsoren dahinter. Ansonsten hat man da wirklich gar keine Chance. Deswegen ist bei uns die Hardware leider auch nicht offen. Hätten wir gerne gemacht, vielleicht machen wir es auch noch, aber das Gerät ist eigentlich wirklich speziell auf offene Software basiert. Aber wir hätten natürlich Schwierigkeiten haben können, weil das Konzept von der Pandora ist gut aufgenommen worden. Also es ging durch die ganze Presse, es hat unwahrscheinlich viel Interesse geweckt. Wir hatten aber lauter Verzögerungen dadurch, dass wir eine kleine Firma waren. Wenn jetzt irgendeine große Firma gemerkt hätte, hey, da ist Interesse da, sowas verkauft sich gut, dann hätten wir einfach unsere offene Hardware nehmen können, produzieren können und vor uns auf den Markt schmeißen können. Das hätte uns natürlich das Genick gebrochen und deswegen ging das bis jetzt nicht. Wobei ich auch nicht ausschließen würde, wenn das Ding wirklich draußen ist und wir unser Geld, unsere Kosten wieder gedeckt haben, dass wir dann sagen, okay, jetzt machen wir die Hardware wirklich komplett offen. Frage ist nur, was bringt es, weil selber löten kann man es definitiv nicht. Man könnte es höchstens modifizieren, aber dafür sind auch wir offen. Wir haben auch eine Hacker-Anleitung im englischen, im Forum drinnen. Es sind massenweise Kontaktpunkte drin, ich kann mir einen Serieneingang reinlöten, wenn ich will. Ich kann dann USB-Geräte reinlöten, also da sind wirklich Kontaktpunkte drinnen zum Löten und die sind auch beschriftet. Also so offen sind wir schon. Wir wollen ja, dass die Leute wirklich was damit machen, aber man kann es natürlich nicht allgemein geben. Gut, also so schaut dann, das ist das allererste Board, da waren seitlich, da war noch nichts mit Akkukontakten, es wurde seitlich nur angesteckt. Die analogen Steuerungen haben noch gefehlt. Auf der Rückseite sieht man, wo das Wi-Fi-Modul sein sollte, ist einfach noch Platz gelassen. Also es war wirklich so die erste Testversion, um zu gucken, ob das Ding funktioniert. Und diese Version ist tatsächlich im Jahre 2008 schon draußen gewesen. Also wir haben bis jetzt quasi weiterentwickelt und gekämpft, weil es wirklich eine ganze Weile dauert, bis man sowas auf den Markt schmeißt. Hier, das war zum Beispiel mal bei einer etwas späteren Version, da waren wir bei einer Messe, das war die Olympronica. Und da sieht man schon, dass wir haben hier nur so ein D-Pad draufgeklebt, wir haben das Display an so ein Plexiglas befestigt und haben dann hier wirklich das Prototyp-Board da gehabt, aber es lief schon. Also da sieht man jetzt gerade Battle for Wessenhoff, auch ein Klassiker im Open-Source-Bereich, eines der besten Strategiespiele. Und die Leute haben tatsächlich darauf schon spielen können und das ausprobieren können. Und zwar auch da war es so, Gehäuse hat man nämlich, aber das Interesse war riesig und die Leute haben sich dafür sehr interessiert. Muss vor allen Dingen auch sagen, dass sich viele Leute interessiert haben, die vorher mit Linux noch gar nichts zu tun hatten, die sich auf den Desktop angeguckt haben und gemeint haben, hey, das Ding ist ja einfach zu bedienen. Aber klar, ich meine, wer Linux kennt und mal sich XFCE angeschaut hat, jeder, der mal am Computer gesessen hat und das Ding bedienen kann, wird auch mit XFCE eigentlich zurechtkommen. Dann gab es eine Version mit dem ersten Gehäuse, leider sieht man hier in Schwarz-Weiß nicht so schön, dass das so richtig geriffelt ist. Das ist so ein Rapid Render, das heißt einmal draufdrücken und es zerbricht in zwei Teile. Musste man schön vorsichtig sein, aber da sieht man eben auch schon so die ersten Tests, das musste man ja auch alles ausprobieren in der Entwicklung, aber auch wirklich die Kabel und die Ports alle nebeneinander passen. In dem Fall ist es eben Mini-USB, dann das TV-Out-Kabel und der normale USB-Anschluss. Und so ging die Entwicklung weiter, sie hat gedauert und ich muss sagen, wer jemals auf die Idee kommt, so ein Ding selber zu produzieren, rechnet mit unwahrscheinlich viel Zeit. Also wir haben auch gedacht, Gehäuse, Designer macht es vielleicht in 2-3 Monaten. Der Designer hat dann insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Monate dafür gebraucht, weil es natürlich auch immer mit dem Board abgestimmt werden muss, weil man hat das Problem. Deswegen gibt es auch wenig so kleine Geräte. Ich habe hier eine bestimmte Größe und muss dann meine Bauteile auf dem Board verteilen. Die kann ich nicht beliebig verteilen, sondern die müssen so drauf platziert werden, dass das Ding auch funktioniert. Da muss aber auch das Gehäuse so gebaut werden, dass es funktioniert und nicht irgendwie Schwachstellen hat und auseinanderbricht irgendwo. Und da muss also ständig immer Board, Hardware und Gehäuse hin und her angepasst werden. Das ist natürlich bei sowas wie dem Pandaboard einfach, da kann ich eine Plastikkiste nehmen, kann das Pandaboard reinstecken im Endeffekt.
Aber bei sowas, wo es natürlich mit Tastatur, mit Klappmechanismus und sowas alles dabei ist, da muss das wirklich schon sitzen. Und da haben wir uns gewaltig verschätzt, extrem. Auch bei der Board-Entwicklung, es waren zwar immer kleinere Fehler, die aufgetreten sind, teilweise Bugs von TI, zum Beispiel hat TI einen Bug in dem USB-Host-Controller drinnen, der dafür sorgt, dass ständig Spannung austritt aus dem USB-Port. Das haben wir dann auch bei Rev 4 bemerkt und haben dann da nochmal eine Änderung machen müssen. Wer sich, wie gesagt, das Beagleboard kennt, der wird sich auch erinnern, dass die ersten Beagleboards das gleiche Problem hatten. Die hatten tierisch mit USB zu kämpfen. Und genau dieses Problem hatten wir auch und haben eben deswegen nochmal eine Board-Revision gebraucht. Board-Revision stellt man sich auch einfach vor, weil wie gesagt, es dauert ungefähr 1 bis 2 Monate, bis dann wirklich das Board da ist und dann muss es nochmal getestet werden. Und wenn man dann immer sieht, okay, das zieht sich alles hin, das zieht sich hin, also es ist wirklich eine Heidenarbeit dahinter und hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich mit eingestiegen wäre oder nicht, aber es ist das Projekt meines Lebens, es sind die Erfahrungen meines Lebens und wir haben jetzt 900 ausgeliefert, jetzt müssen wir eben nur noch die Leute so lange bei Laune halten, bis wir quasi den Rest kriegen. Also wir haben bis jetzt alle Schwierigkeiten beseitigt und behoben, auch wenn es nicht immer einfach war. Hier mal ein paar Einblicke so von der Boardproduktion. Jedes Board kriegt einen kompletten Test. Also hier sieht man, da ist USB angesteckt, da ist eine LCD angesteckt, da wird Ton, Lautsprecher angesteckt. Also das ist aus dem Boardproduktionswerk. Da ist wirklich jedes Board einzeln wird komplett durchgetestet auf Hardwarefunktion. Da kann man sich auch vorstellen, dass das eben dauert, weil hier der Funktionstest dauert ungefähr 2 Minuten. Bei 4000 Boards sind es mal schnell 8000 Minuten, die das allein an Arbeitszeit frisst. Das ist eben auch aus dem Board-Produktionswerk, so schauen sie aus der Massenproduktion aus, wenn sie hinterherkommen. Und das mal kurz ist im Prinzip das Team, was dahinter steht. Also das ist auch, wenn ich das Ding irgendwo vorstelle oder den Leuten zeige, das glaubt immer kein Mensch. Aber es ist tatsächlich im Prinzip von einer Handvoll kleiner Leute entworfen worden, die davon nie was damit zu tun hatten, sondern von vornherein gesagt haben, wir wollen was auf die Beine stellen und haben es auch soweit ganz gut geschafft. Also das ist eben Craig, der hauptsächliche Geldgeber. Dieser nette Mensch ist der Hardware-Entwickler, der eigentlich sehr introvertiert lebt, was aber, glaube ich, sehr typisch für so eine Art Leute ist, weil wie der das Board designt hat, also ich muss echt sagen, das ist in seinem Bereich ist ein Genie drinnen. Im Bereich Kommunikation ist er dann nicht ganz so fit, aber gut, jeder hat natürlich andere Stärken. Dann daneben eben ich. Ich mache eben hauptsächlich so die Pressearbeit, kümmere mich aber auch um die Software, um die Entwickler, um das Betriebssystem und habe auch selber schon eine ganze Menge Skripts dazu geschrieben und mache Beta-Testbereich. Und daneben ist eben Fatih, das ist der türkische Distributor damals gewesen, wie gesagt. Und der kümmert sich hauptsächlich um so Teilelieferungen und der organisiert das Ganze mit den Firmen. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und das ist so jetzt erstmal so der große Überblick von der Pandora. Also wenn es Fragen gibt, dürfen natürlich jederzeit gestellt werden. Gar kein Problem. Das ist im Prinzip, wir können ja das Ding einfach mal kurz angucken, wenn man möchte. Also wir haben natürlich das Teil, das war die Schwierigkeit, optimiert auf Spieler und auf Linux-Anwender. Für den Spieler ist eher so ein Menü da, wo er dann einfach sagt, ich will jetzt zum Beispiel Audio haben, dann habe ich hier Audacious, Exile, OpenMPC, New Music, also da kann ich es mir auswählen. Im System habe ich eben Systemeinstellungen. Das ist ein relativ einfaches und übersichtliches Menü. Ich wähle mir im Prinzip einfach nur aus, was ich starten möchte und kann dann von hier aus das Ganze starten. Sehe sogar ein kleines Vorschaubild rechts. Also das ist so für den normalen Zocker, der wirklich nur mal schnell spielen will. Ich habe aber jederzeit die Möglichkeit, natürlich in eine volle Desktop-Umgebung zu booten. Ich habe auch die Möglichkeit einzustellen, mir zu sagen, ich will von vornherein die Desktop-Umgebung haben oder ich will von vornherein das Mini-Menü haben. Also klar, Linux konfigurierbar, ich kann meine Config-Files ändern, wie ich will. Der komplette Source-Code liegt als Git im Internet bereit. Also jeder kann sich beteiligen, kann am Kernel kompilieren, kann sich sein eigenes System kompilieren und eben anpassen. Gut, hier mal eben, wie gesagt, den normalen XFCE. Den ich eben mit Touchscreen bedienen kann oder auch mit dem D-Pad hier ganz gut. Man sieht hier jetzt schon eine ganze Fülle an Spielen und Programmen, die ich da drauf habe. Die sind natürlich nicht alle im NAND drinnen, sondern die habe ich auf meinen SD-Karten. Ansonsten, also es funktioniert wie ein ganz normales Linux-System. Ich habe halt unten meinen Netzwerkmanager, um Internetverbindungen aufzubauen oder Netzwerkverbindungen. Ich habe meine Akkuanzeige etc. Also wer sich da ein bisschen mit Linux auskennt, der weiß eigentlich, was Sache ist. Man kann höchstens mal gucken, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal AbiWord starte, das Ganze funktioniert eigentlich relativ fix. Hab dann eben hier mein normales AbiWord, machen wir es mal größer. Kann dann eben, wie gesagt, mit der Tastatur ganz gut tippen.
geht auch recht gut, wenn man sich mal an die kleine Tastatur gewöhnt hat, wie man sieht. Was wirklich mich beeindruckt hat bei dem kleinen Gerät, das ist wirklich die Geschwindigkeit. Also ich habe in meinem Handy auch einen Webbrowser drinnen, aber wie gesagt, ich gehe mit dem Ding ins Internet und mache eine Bluetooth-Verbindung hierhin, weil das Webbrowsen hier ist einfach 10-mal schneller als auf dem Webbrowser. Man sieht es ganz gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage Vollbild oder wieder zurück, das geht wirklich sofort. Ich kann natürlich nebenher dann auch meinen File Manager aufmachen, kann jetzt auf meinem Filesystem rumgucken, kann hin und her schalten, also da gibt es keine Hänge für so ein kleines Teil, wirklich so ein Notebook oder Netbook für die Hosentasche. Eine Besonderheit hat das Ganze natürlich, da haben uns schon viele, viele gefragt. Wir verwenden nämlich keinen Standard-Linux-Paketmanager. Wir haben ein eigenes System geschaffen, sogenannte PND-Files, und da fragen alle, warum neu erfinden? Es gibt doch schon Paketmanager. Wir haben lange überlegt und haben lange nach Lösungen gesucht, aber Paketmanager unter Linux, wer sich auskennt, die haben alle ein Problem. Die haben alle eine Datenbank, die installieren alles auf der Hauptfestplatte. Das wäre in diesem Fall der interne Speicher, das heißt, die 512 MB wären voll. Ich könnte zwar die SD-Karte einhängen als zusätzlichen Speicher, aber das Problem ist, sobald die SD-Karte rausgenommen wird, kaputt geht oder sonst irgendwas, ist eigentlich mein Linux-System unbrauchbar, weil ja der Paketmanager der Meinung ist, die Daten sind da, aber sie fehlen, weil die SD-Karte kaputt ist. Das war der Grund, warum wir entschieden haben, wir machen ein eigenes System, eines, das wirklich jeder bedienen kann. Da können wir auch gleich mal gucken, wie das funktioniert. Der Paketmanager findet weiterhin Verwendung, und zwar für Software für Firmware-Updates. Die Firmware ist ja intern, das heißt, mit der kann ich dann auch schön den Paketmanager aktualisieren. Wie haben wir das Ganze gelöst? Also wir schauen einfach mal rein. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei SD-Karten und da gibt es eben ein Pandora-Verzeichnis drinnen. Im Pandora-Verzeichnis gibt es Updater und Menü. Da hat jemand auf Doppelklick eingestellt, okay. Updater ist im Prinzip das, was man als Home-Verzeichnis normalerweise kennt. Da werden die ganzen Einstellungen von den Programmen drin gespeichert. Und im Menü drinnen, in dem Verzeichnis, da lege ich einfach die Datei rein, die ich im Menü haben will. Kann ich auch, wenn ich will, in Unterverzeichnisse organisieren. Ich habe es jetzt hier mal in Apps, Emulators und Games. Wenn ich da jetzt zum Beispiel reingucke, dann sehe ich, da ist AbiWord, da ist Chromium drinnen, da ist Chaosmails drinnen und so Geschichten. Das sind einfach nur einzelne PND-Dateien, die ich aus dem Internet runterladen kann. Auch mit der Pandora selber, wenn ich natürlich im Netzwerk bin. Und sobald ich die SD-Karte einlege, läuft ein Dämon, der die ganzen erkennt und sofort ins Menü einsortiert. Das heißt also wirklich, ich habe die Möglichkeit, ich brauche nichts großartig installieren, sondern ich schmeiße es einfach auf die Karte und es funktioniert. Das kann man auch ganz einfach testen. Machen wir mal hier AbiWord zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal beide SD-Karten rausnehme, dann ist klar, auf dem Desktop verschwinden die SD-Karten. Aber zusätzlich aus dem Menü, na, da braucht ihr noch ein paar Sekunden. So, aus dem Menü sind jetzt auch diese ganzen Programme weg. Ich habe keine Games mehr, ich habe jetzt wirklich nur noch so diese Standardprogramme drauf. Die sind verschwunden. Lege ich jetzt die SD-Karte wieder ein, muss ich einfach nur ein paar Sekunden warten, SD-Karte auf dem Desktop erscheint und ein paar Sekunden später sind dann auch die ganzen Programme wieder hier im Verzeichnis drin. Das heißt, ich habe jetzt hier die ganzen Spiele wieder, ich habe die ganzen Grafikprogramme, die ich drauf hatte. Also das ist wirklich ein System, was es eigentlich für den Endanwender sehr, sehr einfach macht, selbst wenn er noch nie mit Linux gearbeitet hat, wenn er Datei runterladen und auf eine SD-Karte kopieren, ist natürlich einfach. Ich habe schon gesehen, dass auch andere Systeme, die mobil arbeiten, das Ganze übernehmen wollen. Also das Smartbook will für die Linux-Variante auch dieses LibPND-System, das ist bei uns getauft, übernehmen. Aber der Source Code ist ja frei, das ist ja gar kein Problem. Eben für mobile Geräte ist das die ideale Geschichte. Ich kenne es von meinem Handy, da ist noch ein altes Windows Mobile drauf. Da hatte ich auch schon mal das Problem, ich kann zwar Programme auch auf SD-Karte installieren, aber wenn die SD-Karte mal verloren geht oder kaputt geht, was ja immer mal passieren kann, dann habe ich eben wirklich Datenmüll drinnen, Windows-Stage, das ist installiert, aber es gibt keine Daten dazu und ich kann es nicht mehr starten. Und mit dem haben wir das eben behoben. Hat auch noch einen anderen Vorteil, ich könnte jetzt einfach diese SD-Karte nehmen und in irgendeine andere Pandora reinstecken und dann wären meine ganzen Programme und meine ganzen Spiele und alles, was ich da dabei habe, auch mit drauf. Ich hätte meinen E-Mail-Client drauf und könnte sofort meine E-Mails abrufen. Also selbst wenn ich mal ein Austauschgerät kriege oder wenn ich irgendwo anders bin, wenn ich meine SD-Karte habe, kann ich damit sofort wieder loslegen. Gut, also das ist im Prinzip so ein kleiner Überblick, was wir hier so angestellt haben. Ich kann jetzt natürlich gerne auch nochmal auf Fragen eingehen, auf Wünsche eingehen. So ist es ja eigentlich auch gedacht, es kann jeder mal selber was ausbilden oder ich kann natürlich auch gerne irgendwelche Programme vorführen oder wenn irgendwas natürlich von besonderem Interesse ist. Ja.
außer dieses Package Manager und dieses Menü, welche Software habt ihr noch dazu entwickeln müssen oder habt ihr noch? Also dazu entwickelt ist eigentlich gar nicht viel. Es ist wirklich im Prinzip ein Standard Linux. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel als Browser Midori, Aurora, Chromium, das sind wirklich so diese ganzen Standardprogramme. Also im Endeffekt haben wir nur das Menü und eben dieses PND-System entwickelt. Gut, und natürlich so diese Low-Level-Geschichten wie die Treiber für was weiß ich. Also wir haben hier zum Beispiel einen Low-Power-Mode, dass ich mit einem Klick eben in Low-Power-Mode gehe, diese ganzen Treiber-Geschichten. Aber auch das ist relativ einfach, das ist alles im User-Space drinnen, auch die CPU-Geschwindigkeit ist im User-Space drin und kann geändert werden. Sogar die LEDs, also ich kann jede LED über den User-Space ansteuern, ich kann den Echo 1 hinsenden und dann leuchtet die auf. Das heißt, sogar jedes Programm könnte im Prinzip die LEDs nutzen, wenn sie will. Wir haben eben hier einen Standard, die grüne ist einfach Power. Wenn sie dunkler leuchtet, dann ist er im Low-Power-Modus, dass man eben sieht, dass es geht. Wenn die daneben rot leuchtet, wird der Akku geladen. Wenn er blinkt, ist er fast leer. Dann fährt sich natürlich auch das System runter, wenn es kritisch wird. Und hier wird dann eben noch beigeschaltet Bluetooth und die SD-Karten. Aber ich bin frei. Also wir haben wirklich alles so offen gemacht, auch im Git drinnen, im Internet, dass jeder das Ding so nutzen kann, wie er will. Also es ist wirklich so eine Mischung aus für Endanwender und für Hacker. Es kann jeder wirklich alles machen, was er möchte. Mhm. Wenn da ein vollwertiger Desktop drauf läuft, gibt es eine Möglichkeit, einen Rechtsklick zu machen? Ja, ich habe entweder die Möglichkeit, das war auch noch so ein Leichtlag, ich kann das entweder mit dem, indem ich meinen Stift halb gedrückt lasse, kann ich machen. Oder wie gesagt, das muss ich nur kurz aktivieren bei dem NAS. Wenn ich jetzt nicht ständig den Touchscreen haben will, ich weiß, dass viele das Ganze über den NAS machen, schalten wir den mal um. Als Maus und schmeißen den Stift dabei weg. Und beim rechten. Damit kann ich kann also wirklich diese beiden Controller so konfigurieren, wie ich möchte. Ich kann sie als Maus verwenden oder ich kann sie als Maus-Buttons verwenden oder ich kann sie zum Scrollen verwenden. Und das mit den Maus-Buttons, das zeige ich jetzt mal schnell, weil das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Okay. Damit kann ich jetzt mit dem linken Nab, also mit der linken Steuerung, kann ich jetzt meinen Mauspfeil bewegen. Und im rechten kann ich, wenn ich den nach links bewege, einen Linksklick machen. Wenn ich nach rechts bewege, mache ich einen Rechtsklick. Wenn ich nach oben drücke, einen Doppelklick und nach unten einen Mittelklick. Klingt zwar am Anfang unwahrscheinlich kompliziert, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Dank dem, dass ich die Dinger wirklich einzeln konfigurieren kann, kann man es natürlich auch für Rechtshänder machen, dass der mit rechts die Maus bewegt und mit links seine Maus klickt. Also die Möglichkeit habe ich immer. Oder natürlich, was auch ganz nett ist, das habe ich in dem Video bei YouTube schon mal vorgeführt, hinten USB-Hub anschließen, TV-Kabel an den Fernseher, an den Hub Tastatur und Maus anschließen und habe ich meinem Fernseher eben meinen Mini-Rechner. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Und alle Programme, die installiert werden über diese Files, die sind so konfiguriert, dass sie ihre Daten automatisch auf der SD auch abgeben. Ja. Das ist natürlich ein Nachteil von der ganzen Geschichte. Dadurch, dass man so ein eigenes System verwendet, müssen natürlich diese Applikationen da auch kompiliert werden. Das PND-System ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Es ist entweder ein gepacktes FoschFS-System oder eine ganz normale ISO-Datei, wo eben einfach nur die Executable drinnen sind. Zusätzlich mit einer XML-Datei, die eben zusätzliche Informationen gibt, wie welche Kategorie ist das Programm drin, weil man hatte hier gesehen, dass das wirklich hier auch nach Kategorien einsortiert wird, egal wo ich es reinlege, das macht er selbstständig. Und dann stehen eben in der XML-Datei noch Webseite drin, die Versionsnummer, dass man eben automatische Updates mal in Zukunft machen könnte, oder eben der Autorenname. Und diese XML-Datei wird im Endeffekt auch ganz hinten nochmal an die Datei angehängt. Das heißt, es ist im Endeffekt ISO, an die hinten dran nochmal eine Textdatei angehängt wird. Und deswegen geht es auch schnell. Also wir haben mal einen Test gemacht, 3000 von diesen PNDs liest das System in ungefähr 5 Sekunden ein. Und das ist doch einiges an Programmen, weil er wirklich nur durchgehen muss und sich die letzten Bytes anguckt von den Dateien. Und da steht alles drin, was er wissen muss, um es einzusortieren. Wenn dann das Programm gestartet wird, also er macht Standard-Desktop-Files, deswegen, wenn ich jetzt hier genommen laufen lassen würde, dann würden die genauso im Menü auftauchen. Und sobald ich starte, wird eben dieses Dateisystem gemountet. Zusätzlich mit diesem App-Data-Verzeichnis und dann wird das Ganze gestartet. Also man muss zwar die Dateien als PNDs verpacken, aber auf der anderen Seite heißt es das natürlich, dass die Programme normalerweise optimiert sind für das Gerät. Weil ich hatte mal das Problem, ich hatte damals den ersten, was war das, diesen
EEE-PC, auch noch mit einer Auflösung von 800x480. Und wer da mal ein Linux drauf hat und dann irgendwie die ganzen Programme installiert hat, das war grauenvoll. Also die waren ja mindestens 800x640 eingerichtet und selbst Vollbildprogramme waren irgendwie abgeschnitten und nicht verwendbar. Das hat mich doch etwas gestört. Und hier hat man dann eben die Möglichkeit, das, was als PND rauskommt, wird normalerweise beim Portieren vom Autor so modifiziert, dass es auch auf dem Bildschirm natürlich gut läuft. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Das bedeutet natürlich mehr Arbeit. Aber ich muss sagen, ich habe lieber Qualität statt Quantität. Und wer ja wirklich, ich meine, die Möglichkeit besteht ja, es hat sogar jemand eine Möglichkeit im Internet gepostet, um hier nochmal einen Debian Extend einzubauen. Das heißt, ich habe auf dem Angstgrün oder in dem Angstgrün nochmal einen Debian laufen als CH-Root und könnte dann da meine Debian-Programme auch direkt mit apt-get installieren und starten. Also selbst das geht, ohne Neustart vom System Debian-Programme drauflaufen zu lassen. Da kriege ich alles, was im Repository ist, unoptimiert, aber es kommt natürlich darauf an, auf was man mehr Wert legt. Also ich lege mehr Wert auf Programme, die optimiert dafür sind. Mhm. Wie ist es mit Hardware-Erweiterung? Es gibt Lötpunkte und so weiter. Wie viel Luft ist denn drin, dass man das so navigiert? Sehr wenig. Also Luft ist tatsächlich sehr wenig drinnen. Ich meine, es ist klar, bei so einem System, es ist ja wirklich schon zahngepferd. Was man jetzt vielleicht reinkriegen würde, wenn man jetzt sagt, so ein Mini-3G-Stick vielleicht, den kriegt man rein. Was auch reingeht, das wäre ein serieller Wandler, das haben schon einige ausprobiert, dass da wirklich ein... Gut, aber ich habe einen Serienport, hätte ich eh anliegen, also an dem TV-Out-Kabel kommt nicht nur TV aus, da käme auch seriell an. So was rein. Genau, aber sowas kriegt man dann schon rein, ja. Ah ja, okay. Also so viel Platz ist, aber es ist eng. Es ist sehr eng. Also hier sieht man jetzt auch schon mal ganz gut, 94% ist der Akku noch voll, das sind noch 11,5 Stunden. Da könnten wir jetzt noch den ganzen Tag weitermachen, das Ding wird nämlich leer gehen. Das ist natürlich eine sehr angenehme Geschichte. Ganz üble Frage. Ja. Wie sieht denn das jetzt mit dem Timing aus? Also jetzt sind ja der erste Batch von 4000 und der zweite Batch ist ja auch schon geplant, wahrscheinlich auch schon zu Großteilen verkauft. Nee, ist ja noch nicht mal zu Großteilen verkauft. Ah, okay. Also das war eben das, was ich gesagt habe. Wer versucht, so ein Projekt zu machen, überlegt euch das gut. Es geht sehr an die Nieren und braucht unwahrscheinlich viel Kraft, um das durchzuziehen. Wie ja schon gesagt, also es gab eine ganze Menge Probleme. Hast du es im Internet ein bisschen verfolgt? Ich habe es so bis zum Sommer habe ich es eigentlich sehr intensiv verfolgt. Und dann irgendwann, weil ich auch selber kein Besteller bin. Vor allem ist dann ja erstmal eine Weile nichts passiert. Also kann man kurz erklären, was das Problem war. Wir haben ja angefangen, die ersten 900 auszuliefern, aber wir haben mit einigen Firmen, muss ich sagen, doch wirklich extrem Pech gehabt. Also die Verzögerung bis Sommer lag einfach daran, dass wir selber keine Ahnung hatten, wie lange sowas dauert. Aber eigentlich die Verzögerung, die wir jetzt ab Sommer hatten mit der Auslieferung, das lag an zwei Firmen, die beide in Amerika sitzen. Also wir wollten eigentlich nicht in China produzieren, weil China eigentlich dafür keinen so guten Ruf hat, aber ich glaube, die Amis nehmen sich da nicht viel, bin ich momentan der Meinung. Das Problem war, wir haben angefangen, die Teile auszuliefern und dann sind der Reihe nach, also es waren schon bei den Boards, die wir bekommen haben, waren 20% dieser analogen Spielstörungen defekt. Die sind dann auch bei den Leuten, die das Ding erhalten haben, bei den ersten 900 haben wir ausgeliefert, der Reihe nach ausgefallen und fand auch jetzt noch aus. Und da hat zwar dann der Hersteller gesagt, der in Amerika sitzt, okay, da ist wohl was schiefgelaufen, wir haben wohl nie einen Stresstest gemacht, was für uns ein Rätsel war, warum. Wie kann man was herstellen? Die haben 20.000 von den Teilen hergestellt und haben vorher nie getestet, wie robust die eigentlich sind. Haben die dann mal ausprobiert, oh ja, die fallen ziemlich schnell aus. Und haben gedacht, danke. Und da hat der dann angefangen, eben neue Prototypen zu entwickeln, die er dann alle stressgetestet hat, die dann auch jetzt funktionieren. Also die ersten 100 sind jetzt auch, also wir haben jetzt 150 Testnaps bekommen. Kein einziger ist ausgefallen von denen, also das ist schon mal sehr gut. Die Massenproduktion hat begonnen, die ersten 2000 kommen heute im Bordproduktionswerk an. Das war so unser erstes Problem und das zieht sich einfach ewig hin. Also man kann sich vorstellen, so ein Prototyp dauert ungefähr eine Woche, bis er entwickelt ist. Dann dauert es ungefähr eine Woche, bis man den Stress getestet hat, weil man kann ja nicht nur gucken, passt, sondern man muss ja wirklich die Zyklen testen und das dauert halt einfach. Weil das Ding muss bewegt werden, um zu testen, wann fällt es aus und das hat gedauert. Dann muss man das analysieren, muss überlegen, was kann man ändern, muss wieder einen Prototypen beantragen und so weiter. Das heißt, allein diese Nachts haben das Ding jetzt nochmal um 4 Monate nach hinten verschoben, weil der Hersteller im Prinzip wirklich komplett von null anfangen musste. Das grundsätzliche Design war zwar da, aber er musste eine Lösung finden, dass sie nicht mehr ausfallen. Das hat er jetzt eben hinbekommen, die Produktion läuft.
Jetzt vor Weihnachten läuft die NAP-Produktion nicht ganz so schnell wie eigentlich geplant, weil vor Weihnachten wird irgendwie jeder seine Geräte fertig produziert haben und vor Weihnachten ausbringen. Das heißt, im Herstellungsprozess ist der Teufel los. Also man glaubt es gar nicht, aber ich habe auch bei einigen Firmen nachgefragt. Die können dann teilweise noch nicht mal sagen, bis wann sie es schaffen. Die sagen, wir probieren es, aber wir wissen nichts. Also selbst die Werke wissen das von der Organisation her gerade nicht. Aber zumindest sind die behoben und kommen jetzt. Und das zweite Problem, was wir hatten, ist eben das Bordproduktionswerk, das auch in Texas sitzt. Bei denen wissen wir eigentlich nicht so genau, wo so wirklich das Problem ist. Also sie haben uns dann immer gesagt, nachdem die NAPs ausgefallen sind, ja, wir produzieren die Boards weiter, dass dann 3000 fertig sind und nur noch die NAPs drauf gelötet werden müssen. Schöne Sache eigentlich, passt. Haben sich eine Deadline gesetzt für 18. Oktober, haben dann gesagt, ja, wir haben es nicht ganz geschafft, wir haben nur 2000 Boards von den 3000 fertig. Dann haben wir einen aus der Community gefunden, der sich bereit dazu erklärt hat, bei denen vorbeizuschauen. Der hat aber nur 120 bis 200 Boards gesehen, was natürlich deutlich weniger als 2000 sind. Und so ging es jetzt weiter. Jetzt haben sie wieder behauptet, sie haben alles fertig. Jetzt wollte er gestern vorbeischauen. Dann haben sie gesagt, ja, sie waren jetzt gerade gar nicht darauf vorbereitet, obwohl er einen Termin hatte und haben ihn zwar durchs Werk geführt, aber keine Pandora-Boards, weil die waren ja eigentlich schon fertig und beiseite geräumt. Und da haben sie ihm dann im Endeffekt mal kurz Panda-Boards gezeigt und Beagle-Boards, weil die produzieren sie auch. Und er kommt dann nochmal am Mittwoch vorbei, weil dann zeigen sie die Pandoras. Also da bin ich gespannt. Wir hoffen natürlich, dass sie es jetzt wirklich gemacht haben. Weil, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Grund irgendwie nicht ganz dahinter. Bezahlt wird das Werk erst, also das haben wir mit denen ausgehandelt, wenn sie ausgeliefert haben. Das heißt, je länger die das rauszögern, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie überhaupt ihr Geld bekommen, weil irgendwann so in 2 Jahren braucht man die Dinger auch nicht mehr, weil dann interessiert sich wahrscheinlich keiner mehr für. Deswegen verstehe ich das Werk noch nicht so ganz. Vielleicht lag es damit zusammen, dass eben die NAPs so Schwierigkeiten gemacht haben, weil es für die natürlich auch nicht einfach war, wenn wir sagen, okay, macht weiter, wir machen die Tests in den NAPs. Nee, stopp, die fallen trotzdem aus, wartet mal. Ah, da kommen die nächsten NAPs in einem Monat und die kommen dann doch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen vielleicht die Produktion so lange zum Erliegen geblieben ist, bis jetzt die neuen NAPs da sind und dass sie uns im Prinzip das gesagt haben, damit wir nicht die Krise kriegen, sondern sagen, okay, die produzieren dann weiter. Also wir wissen es nicht, wir sind da natürlich dahinter, wir haben jetzt auch den einen, der jetzt regelmäßig vorbeischaut. Wir sind auch schon dabei, nebenher ein anderes Bordproduktionswerk noch aufzusetzen. Ich habe auch schon hier in Deutschland angefragt, weil ich muss sagen, ich habe in Deutschland mit keinem Werk, mit dem ich jemals gearbeitet habe, schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn die sagen, bis dahin passiert das, dann passiert das auch. Außer sie haben irgendwelche Probleme, aber dann rufen sie auch sofort an und sagen, was Sache ist. Und da war ja bis jetzt irgendwie nichts zu hören. Also von der Kommunikation her war das ein bisschen dürftig. Und das ist einfach der Grund, warum sich das Gesetz verschoben hat. Bezahlt ist im Prinzip alles, bis auf die Produktion an sich, weil es wird erst im Nachhinein bezahlt, also müssen wir nur warten, bis die ausliefern. Aber Zeit ist dann natürlich auch unser größter Feind mit dabei. Ich finde es halt selber schade, weil egal, wo ich mit dem Ding hingehe, die meisten Leute würden sagen, sie würden mir sofort eins abkaufen, wenn ich einen dabei hätte. Also vom Verkauf her wäre es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Nur müssen wir jetzt eben schauen, dass eben die Produktionswerke danach kommen, aber da sind wir auch schon an anderen Plänen machen. Also ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir vielleicht nicht noch einen Investor oder einen Sponsor suche, der wirklich so Open Hardware mit finanziert, weil es geht. Das heißt, die Entwicklung ist abgeschlossen, es geht nur um die Produktion. Und an dem soll es eigentlich nicht scheitern, das wäre wirklich schade. Und wie gesagt, da sind wir eben gerade dahinter. Zu dem Low Power Mode, was bedeutet das eigentlich? Was der macht eigentlich nichts Spannendes, also der schaltet gerade alle laufenden PMDs ab. Das heißt, er pausiert sie, fährt den Prozessor auf 125 MHz runter, weil er damit in einer niedrigeren Spannung läuft und schaltet eben so Geschichten wie Wi-Fi, Display und Bluetooth ab. Es ist noch kein echter Suspend-Modus, weil ein Suspend-Modus, wer mal so ein Ding programmiert hat oder an sowas mitprogrammiert hat, der weiß, dass jeder Treiber diesen Suspend-Modus unterstützen muss. Und das ist eine Heidenarbeit, das ist zwar irgendwann geplant, aber für den Moment ist es eben einer, der dann wirklich nur in den Stromsparmodus schaltet. Da hält der Akku ungefähr dann 30 Stunden. Also wenn ich mal sage, für eine halbe Stunde, ich gehe schnell Kaffee trinken, will ich ausmachen, Schalter umlegen, Kaffee trinken gehen, wiederkommen, braucht nicht viel Strom. Aber es ist nicht dafür gedacht, was man das Ding dann tagelang rumliegen lässt und dann gleich wieder hochbootet, dass es dann schneller geht. Bootzeit ist wie viel? Also im Moment habe ich gestoppt, wenn ich ins Mini-Menü gehe, bei ungefähr 35 Sekunden. Soll allerdings auch noch optimiert werden, wir wollen auch auf Upstart noch umändern, weil es ist noch das Standard-Init-System, das heißt, es werden alle Tags der Reihe nach gestartet.
Wobei das, was am längsten zum Starten braucht, ist der X-Server. Der X-Server braucht, glaube ich, von diesen 35 Sekunden 15. Ja. Wenn man da jetzt noch zusätzlich ein bisschen Hardware anlöten möchte, gibt es eine Chance an Quadrat Cepus, SPI, sonst irgendwas ranzukommen? Die sind auf dem Bordlenk drauf, ja. Kommt man da bequem ins Gehäuse rein oder macht man das? Hat jemand einen Schraubenzieher da? Ich kann mir schnell einen aufschrauben. Vier Schrauben sind da. Ja, okay. Ja. Ganz einfach Schrauben abnehmen kann ich. Ja, dann also ist nicht so aus der Welt immer sowas dann. Nein, also ich habe da zwei, nee, sind fünf Schrauben. Fünf Schrauben, ja. Fünf Schrauben, dann kann ich die Unterseite komplett raus. Was auch keine Nasen und so. Kreuz habe ich ganz normal. So normal. Hat jemand so ein Moko eingestellt? Moment, auf den Moko. Willst du den gleich hier nehmen? Kann ich auch, ja. Ja, musst du deine nicht. Das ist mein Prototyp, der hat schon so viel mitgemacht, das hat sich vorher schon modifiziert. Also dann wäre es wohl. Na, ich glaube, es wird gerade einer geholt, dann kann man da natürlich auch gerne mal reingucken. Ja. Also, es kann natürlich auch gerne jeder selber das Ding mal ausprobieren, aber kann man natürlich hier auch ganz gut zeigen, wie es. Was auch schön ist, dass keine Nasen drin sind, die das halten, das Gehäuse. Das ist, man muss echt dann nur so abnehmen. Ich kann auch keine Software machen. Es geht echt einfach. Ich habe es gestern Abend mal. Preis jetzt? Preis nächste Generation? Preis jetzt ist momentan bei 330 Euro, soll auch so bei der Generation bleiben. Aber wie gesagt, im Moment ist es so, wir haben ja die Bestellung in einer Vorkasse gemacht. Ich mache es momentan so, bis das neue Werk nicht aufgesetzt ist, kann man zwar vorbestellen. Aber ich sage ganz klipp und klar, Geld brauchen wir erst, wenn wir wirklich effektiv in die Produktion gehen. Also da muss jetzt keine Angst haben, dass ich sofort Kohle haben will. Ja, der müsste passen. Schauen wir doch einfach mal rein in die Kleidung. Ich habe auch eine SD-Karte. Können wir mal diesen Ding hier probieren? Also am System ist bestimmt noch eine ganze Menge zu optimieren, aber das ist natürlich bei Linux ganz normal. Es ist ja für viele auch das Schöne, also als wir dann das System vorgestellt haben, da waren es gemischte Meinungen. Da waren einige, die gesagt haben, oh, da sind ja noch so viele Bugs drin. Und dann waren die anderen dann, oh, da läuft ja schon fast alles, ich wollte doch auch noch was machen. Also das ist natürlich immer ganz vom User abhängig. Also ich glaube, es gehen nur um zwei. Also hier hat man dann im Prinzip das Board, wenn man es offen hat. Hier komme ich schon so ein paar Kontaktpunkte ran. Hier ist die Wi-Fi-Antenne. Wenn ich das Ding wirklich komplett rausnehmen will, dann muss ich im Endeffekt nur mein LCD-Kabel und die Wi-Fi-Antenne abstecken. Den Powerschalter nicht verlieren. Das Plastik dazu. Und dann kann ich im Endeffekt das Ding rausnehmen. Und da habe ich jetzt das komplette Board. Ja, mal gucken. Es sind schon ein paar Teile zu modifizieren. Normalerweise natürlich immer mit Antistatik, wobei ich sagen muss, ich habe das noch nicht geschafft, das Board kaputt zu kriegen. Obwohl ich schon viel mehr darum gebastelt habe. Das Einzige, was da was man nicht machen darf, das steht aber extra drauf, Do Not Touch When Live, steht oben auf einem kleinen Chip, wenn es angeschaltet ist, da nicht drauf touchen, weil sonst geht es tatsächlich der Spannungswandler kaputt. TI hat keine Ahnung warum, TI sagt, es kann gar nicht passieren, aber wir haben noch 5 Boards getestet und auf 5 funktioniert es erfolgreich. Also was TI da auch immer gemacht hat, wissen wir nicht, aber normalerweise sollte man natürlich ohne Antistatik nicht auf dem Board rumtatschen, während es in Betrieb ist. Okay, irgendwo sind Grenzen. Tastatur ist eigentlich auch relativ einfach, das ist hier eine Tastaturmatte, die kann ich einfach rausnehmen, genau wie die Buttons. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, das will ich auch in Zukunft machen, dass ich zum Beispiel mal, das ist jetzt nur eine englische Tastatur, dass ich da eine deutsche Tastaturmatte für ansiedle. Warum nicht? Wer es will, kann es haben. Ja, wenn es die englische auch noch gibt, okay. Ja, die Standard, das wäre nur zusätzlich. Ich meine, belegen als Deutsche kann ich es mir ja sowieso schon, weil es ist ganz normal X-Mod-Map, also ich kann mir die Tasten umbelegen, wie ich lustig bin. Und so ist dann im Endeffekt die Produktion. Also das Teil ist wirklich relativ leicht auseinanderzunehmen. Was nicht einfach ist, das ist eben ans Display zu kommen, was aber auch nicht wirklich Sinn gibt, weil da oben ist definitiv kein Platz mit, um irgendwas zu modden. Also die einzige Möglichkeit ist eben da. Und da sieht man schon die LEDs zum Beispiel, die kann man noch bestücken. Da sind sonst noch ein paar Kontaktpunkte drauf. Ja, ich habe auch ein paar SDIO-Leitungen, glaube ich, noch frei. Also wer da hacken will, kann das natürlich gerne machen. Also wir haben schon darauf geachtet, dass das Ding wirklich für Leute ist, die gerne basteln. Das war bei uns wirklich das A und O. Ja,
Gibt es irgendwo Pläne, das mal mit einem Modem auszuliefern, damit man dann eben mit einer SIM-Karte im Internet surfen könnte? Nee, haben wir in dem Fall nicht, weil zum einen 3G ist ja jetzt eigentlich schon fast wiederholt, da kommt ja schon wieder eine Nachfolger. Ja. Zum anderen wäre vor ein paar Jahren diese ganzen UMTS-Lizenz-Sachen in Deutschland mitverfolgt hat und man versucht das Ganze weltweit zu machen. Ich glaube, da müssten wir so viel Lizenzgebühren verlangen, dass das Ding nur auf 800 Euro hochgeht oder so. Kann man aber selber machen. Also ich weiß jemanden, der, das sind ja wie gesagt serielle Anschlüsse drin, der lötet sich da, will sich da Modem reinlöten. Warum auch nicht, wenn es klein ist. USB-Stecker weg als Plastik wegschmeißen. Scheint ja noch Luftlöcher zu geben. Ja, Luftlöcher haben wir keine, wir haben ja keinen Lüfter hier drin. Nein, also so. Achso, im Board selber. Ja, ein bisschen was ist da. Da kann ich dann natürlich schon ein bisschen rumbasteln. Wie viel Watt braucht es so ein Dauerbetrieb als? Oh. Wie viel Watt ist das? Was sagt man da? Man kann es ja eigentlich mal kurz ausrechnen. Wir haben 4000 mAh. Und ungefähr so 12 Stunden hängt es locker, ja. Dürften ein paar Watt sein. Ich denke aber. Also ich weiß, es läuft komplett mit 5 Volt und 1 Ampere, läuft auf jeden Fall, also mit dem Netzteil, inklusive Akkuladen, also... Das Beagleboard ist mit 102 Watt angegeben. Das läuft 102? 102. 102, ja. Ich bin auch das war die Kaffeeheizung. Das braucht, je nachdem was man macht, ein bisschen mehr. Das Beagleboard hat ja keine LCD drinnen. Die frisst tatsächlich viel, also wenn ich die LCD ausmache, dann geht der Akkubetrieb um Stunden höher. Vor allem, wenn ich sie zum Beispiel nicht in voller Helligkeit laufen lasse. Also mit voller Helligkeit hält er 10 Stunden. Wenn ich nur 20% Helligkeit wegnehme, was man effektiv gar nicht mal mitbekommt, wenn man auf das Ding guckt, dann geht es auf 14 Stunden hoch. Also ganz viel frisst das Display und natürlich auch Wi-Fi, wenn man es angeschaltet hat. Wie ist das mit Sonnenablesbarkeit? Kommt jetzt darauf an, wie stark die Sonne ist. Also ist natürlich immer ein Problem bei Handhelds. Bei Displays, die ganz neuen Generationen, die jetzt das iPad oder sowas drin hat, da geht es schon deutlich besser. Aber die haben ja auch die neuesten LCDs drinnen. Weil, gut, so eine Technik wie Apple, das können wir uns leider noch nicht finanzieren. Also im Sonnenlicht draußen ist es ein bisschen schwer, aber es geht. Also im direkten Sonnenlicht würde ich es nicht nutzen, aber wenn ich zum Beispiel, ich sitze öfters mal im Zug oder im Bus, da kann man eigentlich gut vom Display mitarbeiten. Alle Unklarheiten beseitigt. Warum ist jetzt das Bild schwarz-weiß? Warum? Weil ich ein hier nur ein S-Video-Ausgang gerade habe. Weil Texas Instruments so schlau war, den Treiber für diesen OMAP-TV-Ausgang in den Kernel reinzusetzen. Ich kann zwar PAL und NTSC wechseln, aber ob ich S-Video oder normales Composite-Video haben will, das geht nur im Kernel im Moment. Das muss noch jemand nach draußen schreiben, hat aber noch keiner gemacht. Das heißt, ich müsste, wenn ich auf Composite Farbe haben will, müsste ich momentan den anderen Kernel draufschmeißen. Ja, dann müssen wir das in beide Chips umschließen. Eigentlich ja, aber. Für den gibt es Doppel? Bitte? Für den Grafikchip gibt es Doppel? Freie Dokumentation? Also für den Grafikchip an sich schon. Das Einzige, was eingeschränkt ist, ist der 3D-Prozessor. Mhm. Aber sonst ist der Treiber vom Grafikchip, der ist frei. Ja, ist eben wie Beagleboard. Ist ja der vom Beagleboard. Also von der Hardware ist es relativ ähnlich wie das Beagleboard, weil der gleiche Prozessor drauf ist. Aber ein paar Unterschiede gibt es dann schon noch. Wenn wir jetzt hier also ein S-Video-Beamer gehabt hätten, dann hätten wir das Bild auch schön bunt und in Farbe gehabt. War da schon Bluetooth mit drin? Da ist Bluetooth drin, ja. Wie gut kann man da Navi laufen lassen? Kann man da CPU-Leistung speichern? Weil auf dem Oppo kriegt das doch fürchterlich und navigiert eigentlich gar nicht. Das habe ich da noch nicht ausprobiert. Also ich nutze es eigentlich wirklich nur zum Internet surfen. Ich kann nur mal kurz gucken. Ich habe hier doch bestimmt 3G, gehe ich doch mal von aus in München. Achso, das ist jetzt natürlich, da muss ich neu klären, aber das kann man ja schnell machen. Das heißt, es müssen dann alle weggucken, was für ein Pin-Code ich dann eigentlich. Beziehungsweise ich ändere den wahrscheinlich im Nachhinein sowieso. Das Privacy-Kabel ziehen. So. Oder so, ja. Ah, Video Mute. Hätte es auch hier machen können. So, dann dürfen wir uns erst wieder peren. Haben wir schon viele gefragt, warum ich, wenn ich surfe, das Ganze nicht über Wi-Fi Tethering, sondern über Bluetooth mache. Also gut, ein Grund dafür ist vermutlich, dass der Treiber den Ad-Hoc-Modus noch nicht unterstützt. Der muss einprogrammiert werden, aber das andere ist, ich habe festgestellt, dass Bluetooth an der Batterielaufzeit fast gar nichts ändert.
Also Bluetooth bist so gut wie kein Strom und Wi-Fi frisst ohne Ende. Da wäre ich ja blöd, wenn ich ein Bluetooth-Handy habe, wenn ich dann mit dem... Oh ja, gibt es hier wieder viele Geräte. Ja, drei Stück hält sich sogar noch in Grenzen. Fred 0. Und Parker irgendwas. Gut, ich nehme mal mein Telefon. So, jetzt kann man es wieder anmachen. Verbindung hergestellt über Bluetooth. Wichtiger Haken ist dann einfach, dass ich das Internet über mein Handy aufrufen möchte. So. Dann machen wir hier unsere Internetverbindungsbeigabe. Da brauche ich natürlich noch von irgendwem eine schöne Webseite. So, irgendjemand eine Wunschwebseite, die man mal kurz aufrufen können? OpenStreetMap? Die habe ich noch nie ausprobiert. StreetMaps, glaube ich. Nee. StreetMap? Okay. Ja, Google Maps wäre böse. Wir haben auch hier einen Editor für OpenStreetMaps für die Pandora. Gibt es da auch schon einen? Also auch das wurde schon gemacht. Schauen wir mal, wie schnell er lädt. Ja, also man sieht auch hier, kann hier schon schön rumscrollen und alles. Funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Das jetzt über Bluetooth-Verbindung. Also wie gesagt, an Geschwindigkeit, wenn irgendjemand sagt, der Prozessor ist veraltet, ich weiß nicht, es reicht mir eigentlich fürs meiste. Und hier kann ich natürlich beim Browser auch Fullscreen machen, dann schaut es natürlich schon wieder viel besser aus. Also das weiß ich auch, das hat schon mal einer gemacht, der hat bei mir vorbeigeschaut, weil er bei der Pandora ein Problem hat und Hilfe gebraucht hat, eine kleine Reparatur. Der hat über USB einen GPS-Empfänger hingehängt und hat sich mit der Pandora und OpenStreetMaps einfach zu mir navigiert. Warum auch nicht? Oder im Bluetooth, ja. Was man auch immer möchte, dadurch, dass eben offen ist, sich mein Kernel gibt, kann mir jedes Kernel-Modul kompilieren, wenn ich Lust habe. Das ist ja eben gerade das Schöne. Also das ist, ich glaube, das ist auch die wichtigste Besonderheit bei dem ganzen Ding hier. Und das ist auch, warum viele noch dabei sind nach so vielen Jahren. Verglichen mit irgendwelchen Apple-Geräten oder mit Sony-Geräten, wo es ja eigentlich nur darum geht, wie kriege ich mein System so zu, dass keiner mehr was drauf machen kann, das ist natürlich genau das Gegenteil. Das hier ist es offen und es soll genau die Leute ansprechen, die wirklich Spaß dran haben, selber was drauf zu machen und sich nicht irgendwie einschränken lassen wollen. Das ist natürlich die Besonderheit und das ist natürlich auch so unsere Idee dahinter. Also hier, wie gesagt, wenn ich kein Touchscreen machen will, mit dem NAPS geht es auch ganz gut. Ich gehe da hin und kann das hier auch rumschieben, wenn ich gerade neu laden muss. Also auch hier machen wir nochmal kurz linke Maustaste und einfach durch die Gegend schieben. Rechte Maustaste, kann ich das Bild speichern. Also das ist wirklich relativ schnell, hat man sich dran gewöhnt an die Steuerung. Also ein Umstieg auf Uber 4 ist im Moment nicht geplant. Wir haben die Genehmigung von Texas Instruments, dass wir den OMAP 4 verwenden dürfen, weil im Gegenteil zum OMAP 3, beim OMAP 3, den konnte eigentlich jeder kaufen, beim OMAP 4 kriegt, muss man tatsächlich die Genehmigung von Texas Instruments einholen. Also den kriegt man nicht so einfach. Ja. Also Erlaubnis haben, um Chips zu machen. Ja, beim OMAP 4 muss man es. Aber OMAP 3 hat auch TI immer nachgefragt. Also wenn man ein Bordproduktionswerk in Auftrag gibt, wir wollen die Pandora produzieren, dann müssen die bei TI erstmal anfragen, für welchen Kunden es ist, weil TI möchte da quasi die Hersteller schützen. Hat auch den Vorteil, dass es zum Beispiel keine chinesischen Klone gibt, weil die Chinesen können den OMAP schlichtweg nicht einkaufen, wenn sie nicht sagen können, für welches Projekt es ist. Und wenn die ihr Projekt vorstellen und man sieht, das ist ein Klon und Texas Instruments kennt halt alle Projekte, dann wird der Prozessor nicht verkauft. Das ist natürlich eine gewisse Art des Käuferschutzes. Beim OMAP 4 geht es eben nochmal ein Stück weiter, da wird nicht einfach nur, die wollen nicht nur wissen, wer das ist, sondern die genehmigen das auch. Jetzt müsste man diese Genehmigung nur nutzen. Wir wollen erstmal das Ding fertig rausbringen und dann würde ich sie sofort nutzen. Also das ist nicht das Problem, wobei da die Entwicklung wahrscheinlich auch erstmal wieder mindestens 2 Jahre in Anspruch nimmt. Ja. Das Pandaboard ist halt jetzt so schnell rausgekommen, weil das Pandaboard ist eigentlich die Entwicklungsplattform für Leute, die den OMAP 4 nutzen wollen. Hm. Und was ich lustig fand, ist halt der Name Pandaboard, der rausgekommen ist, nachdem ja die Pandora überall in der Presse drin war. Und das Pandaboard wird ja, wie gesagt, mit dem gleichen Werk produziert wie die Pandora selber auch. Deswegen haben wir uns auch gedacht, ah ja, da will wohl jemand so ein bisschen die
den Namen ein bisschen mitnutzen, aber okay, ist ja kein Problem mit. Wenn jetzt das Werk nur noch unsere Pandoras auch produzieren würde, dann wäre ich glücklich, dann sollen so viele Pandabots machen, wie sie wollen. Aber da, wie gesagt, muss man sich durchbeißen, aber das werden wir. Also solange die Community bei uns bleibt, und ich glaube, so ein Projekt, da müsste man auch irgendwo Unterstützung noch bekommen, weil es halt einfach einzigartig ist. Und irgendwie kriegen wir das dann schon noch raus. Ich meine, es sind ja 1000 schon ausgeliefert worden. Alle haben gezeigt, dass sie es können, sowohl das Werk als auch alle anderen. Also ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Mhm. Was braucht es da? Das Blech über Prozessor und DPS-Führer? Na, das habe ich nur mal getestet. Weil wir hatten ja Wi-Fi-Probleme, dass da teilweise Verbindungsschwierigkeiten sind. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen Abschirmung habe, dass das hilft. Aber es liegt nicht an der Abschirmung. Es ist eine Mischung, wahrscheinlich ein bisschen aus Treiber und eventuell ein bisschen aus Antenne, wobei es noch nicht sicher ist. Wäre es dann relativ simpel auch an der Antenne rein und fertig. Und die Antenne ist ja direkt an Bord, ich gerade probieren, aber warum, also genau ist, wissen wir nicht. Das ist immer noch weiter von dem. Bitte? Es gab ja Anfang des Jahres, gab es relativ... Das war was anderes, da ging es ja gar nicht. Ja. Da war ein falscher Widerstand drin, hat sich rausgestellt und seitdem geht es ja eigentlich. Mhm. Also ich habe auch hier keine Probleme jetzt mit Wi-Fi, es geht bei 95% der Leute geht es fehlerfrei. Mit 600 Kilobyte pro Sekunde, das ist zwar jetzt nicht das schnellste, aber viel mehr kann der Omic auch nicht verarbeiten. Man sieht es am Nokia N900, das schafft meistens auch nur 500 bis 700 Kilobyte und hat den gleichen Prozessor, das ist einfach dann der Prozessor dicht. Das heißt, da ist jetzt eigentlich so kein großartiges Problem mehr, nur auf einigen Kanälen will es nicht so wirklich machen. Also es gibt Leute mit dem Router daheim, da ist die Verbindung auf 30, 40 Kilobyte unten und das weiß noch kein Mensch so wirklich genau warum. Und wenn wir das jetzt testen, ich surfe mit 800 Kilobyte pro Sekunde ohne Probleme, also es liegt nicht am Gerät, das muss irgendwie noch mit dem Router zu tun haben, aber das ist auch so eine Geschichte, wer schon mal mit Wi-Fi gearbeitet hat. Also ich habe festgestellt, mein Handy ist auch nicht schneller mit Wi-Fi, aber das interessiert halt ein Handy keinen und da interessiert es natürlich auch einige Leute. Oder auch bei der Wii, wenn man sich das anguckt, also ich habe letztens gehört, bei der Wii haben viele Probleme mit Wi-Fi, bei mir ist die auch unwahrscheinlich langsam und braucht für 5 Megabyte, glaube ich, 3 Minuten zum Runterladen. Die Wii und PlayStation 3 sind furchtbar. Ja. Jetzt. Also Wi-Fi ist nicht so einfach. Das ist es, aber bei uns wird dann wieder das volle Programm erwartet und bei den anderen, mal, da ist es halt so, dass es nicht so ganz geht. Bei der Wii habe ich dann mal geguckt, bei Nintendo, wenn man sich das anguckt, die haben eine Datenbank mit, glaube ich, über 500 Routern inzwischen gelistet, wo drin steht, wie man den Router einstellen muss, damit er mit der Wii funktioniert. Also es kann wirklich sein, dass da wirklich jetzt nur Router-Einstellungen sind, weil es eben bei fast allen Leuten jetzt problemlos funktioniert und nur bei einigen, da ist immer noch eine Schwierigkeit drin und das wollen wir eben noch genau herausfinden, was das ist. Wir wollen nicht sowieso Sony und Nintendo dann sagen, ja mei, dann nutzt es halt einen anderen Router, sondern wir wollen halt die Ursache dazu finden. Dass da wirklich jeder davon profitieren kann. Wobei wer wirklich Probleme hat, das steckt sich hinten so einen kleinen USB-Stick rein und dann geht's auf. Das war nicht die schönste Lösung, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche jetzt Highspeed Wi-Fi, dann mache ich es halt so. Für Beamer-Präsentation, das mit der SVGA scheint ja nicht so ganz perfekt zu tun und manche Beamer haben schon gar nicht. Gibt es da welche Chancen für VGA-Ausgang oder gibt es schon mal USB-VGA oder sowas? Was USB-VGA ist möglich, das geht. Ja, hat auch schon mal jemand ausprobiert, weiß ja, das würde gehen, USB-VGA. VGA selber gibt es nicht, der Chip selber gibt nur einmal digitale Daten, einmal TV-Daten raus. Und die digitalen Daten gehen in die LCD. Achso, aber nicht nur ein Kanal. Das, was eben bei Digibot HDMI ist, geht hier in die LCD rein, deswegen funktioniert das nicht. Gut, war wie gesagt... extra rauslegen und klonen oder sowas als DVI, HDMI, irgendwas digital? Da muss man wieder mehr Hardware rein. Okay. Und das hätte das Ganze erstmal wieder um 20 Euro teurer gemacht. Das war halt die Schwierigkeit. Und dadurch, so oft, ja. Dadurch, wir haben es ja komplett ohne Kredit und Investoren finanziert. Also das Ding ist wirklich mit Vorbestellgeld finanziert worden. Und wenn wir den Leuten sagen, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, dafür müsst ihr uns jetzt 500 Euro zahlen, dann ist die Frage, wenn die sagen, bei so einem unsicheren Projekt gebe ich da 500 Euro für aus. Wenn es so wie es am Anfang bei 250 Euro war, dann sagen sie wahrscheinlich eher, gut, da kann man jetzt mal machen. Wenn es nichts wird, mei, dann war es halt schade, aber ansonsten ist es ein geniales Projekt. Aber wenn ihr die USB-VGA-Sachen kennt, da kommt man dann in normale 1850 so ran. Das war ein normale Beamer aus dem Bildschirm. Der Bildschirm, den kannst du, ja. Das hängt von der Karte. Also ich habe die jetzt nur mal damals in der Networker benutzt, da könnte ich halt das Auflösen machen, was man nur in der geben kann. Ja, ich meine, diese USB-VGA-Lösung ist ja eigentlich nichts anderes als eine eigene Grafikkarte. Ich habe einen X-Server und kann den natürlich konfigurieren. Kann den natürlich dann auch so konfigurieren, dass ich hier, also das könnte ich jetzt hier auch machen.
das ist jetzt hier noch nicht einprogrammiert, dass ich hier einen eigenen anderen X-Server habe als hier. Also was auch schon einer gemacht hat, das hat einer schon OpenOffice drauflaufen, hat eine Präsentation von OpenOffice rausgegeben. Oder PDFs oder so, einfach mal das Ding in der Hosentasche hängt sich. Ja, PDF habe ich gerade gemacht, das war das PDF. Funktioniert auch wunderbar. Ich habe auch mal die MySQL-Dokumentation eingeladen mit 3000 Seiten als PDF, auch das geht nicht problemlos. Also das ist schon alles möglich. Was dann auch cool ist, man kann nicht nur schieben, man kann auch wirklich komplett ein anderes, also das komplett als andere Monitor laufen lassen, also das komplett was anderes macht. Man könnte den kompletten zweiten X-Server laufen. Ja, genau. Bei mir war PC auch schon mal gemacht, cool. Am zweiten Ausgang am PC, einen zweiten X-Server. Da hatte ich am PC meinen ganz normalen Desktop laufen und dann auf dem Beamer habe ich dann eben einfach einen Film laufen lassen mit dem Trail. Das ist ja kein Problem. Gleiche kann ich dann natürlich hier auch machen. Ich kann die X-Server getrennt ansteuern. Das würde auch hier funktionieren. Also auch hier kann ich sagen, intern will ich was anderes haben als auf dem TV-Ausgang. Was natürlich in Zukunft, wenn man dann das so programmiert, eine super Geschichte ist, weil ich könnte natürlich die Präsentation oder alles, was ich mache, voll mit hier laufen lassen, aber auch hier zum Beispiel weitere Informationen und kann das steuern auf dem Touchscreen. Also möglich ist da wirklich alles. Die Ideen, wie gesagt, was man mit dem Teil machen kann, also bei einigen war ich wirklich erstaunt, dass da wirklich jemand seinen MIDI-Synthesizer dranhängt, um mit dem Atari ST-Emulator Cubase laufen zu lassen. Da wäre ich nie drauf gekommen, aber klar, warum sollte es nicht gehen? Wir sind jetzt zeitlich so ein bisschen hinten dran. Ich glaube, ja, wenn es Fragen gibt, können wir vielleicht... Ich bin ja auch noch da, also wer jetzt sich das Thema so angucken will oder noch so Fragen dazu hat, kein Thema. Ansonsten gut, Dankeschön. Eine ganz andere Entwicklung, die viel mit Zeit und Stress und sonst was zu tun hat, aber wir beißen uns durch und wir werden das Ding auch weiter rausbringen. Nein. Bis jetzt haben wir nur 1000 Stück draußen und die restlichen kriegen wir auch noch raus. Und wenn man erstmal ein vernünftiges Werk hat, dann ist die Produktion auch relativ simpel. Das ist, aber das, man hat viele schlaflose Nächte, sehr viele. Wo bist du? Also gar nicht so weit weg. Aber es reicht nicht genug, dass wir mit Zug zu Wollte ich dann nur die Platinen für das hier kommen? Sind die Akkus dann auch custom-made für so ein Gerät? So ein Akku muss man den auch einzeln designen machen? Ja, das ist okay. Da gibt es auch nichts, da kann ich gibt es schon, aber da gibt es tatsächlich mit sehr wenig Aufzeichnung. Das wollte man nicht. Wir wollten wirklich einen haben mit sehr gut Ziel. Ja. Was soll ich sagen? Die ist ja schon meine. Die ist eh nicht mehr. Ich finde noch mal. Das ist echt so. Gut, hier ist eigentlich noch so ein kleiner Rechtsmikrofon. Aber wer das Mikrofon nicht braucht, kannst du doch rausdrücken. Der Wunder ein bisschen. Ja, nicht, dass er nicht eingeschaut ist. Weil, wie gesagt, man hatte hier auch die ganzen Kontakte. Und jetzt hat man hier das eine. Das muss da ausprobieren. Da wird gleich wieder gebastelt hier. Ja, gut, man kann natürlich das nicht rausdrücken, weil das nur das Anstauchen ist. Wenn ich mir auch ein bisschen ich melde mich aber an der Lautstärke. Ja, nee, das ist okay. Also, auf dem Lautstärke, da kann man auch Luft, da kann man auch kleiner raus. Ja, das ist aber auch. Das ist so einer. Das ist aber auch richtig.
Man wird schon irgendwo was hinkriegen. Das auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich zwei Tage. Aber es ist klar, ich meine, im Moment.